Das könnte natürlich. Zuerst dachte ich an ein Insekt, ne? Aber wenn man das etwas länger ansieht, dann, Lol. Das sieht alles nicht sexuell aus. Ja, eigentlich nicht. Nee, komm. Okay, was haben wir hier? Nee. Das ist so ein Traumfänger für mich. Das ist einfach irgendwie eine Frucht. Das hier ist einfach ein Schädel. Das ist definitiv ein Schädel. Da habe ich jetzt zwei Dinge gesehen. Als es hier lag, sah das aus wie eine Frau. Mit so einem, vielleicht so einem Pfauenkostüm oder sowas. Wenn ich das jetzt aber in die Hand nehme, dann sehe ich darin plötzlich ein Auto. Da ich aber zuerst eine Frau gesehen habe, mit einem schönen Pfauenkostüm und so, keine Ahnung, packe ich das halt hier hin. Und das ist es nicht. Ja. Okay. Ist hier ein Thron und eine Treppe in dem Insektenbild? Das ist echt sehr interessant. Stimmt. Ja. Das ist interessant. Gut, ja, lassen wir das so, das ist okay, oder? Weil ich da eben kurz eine Frau gesehen habe, machen wir das so. Und das ist für mich ein Traumfänger. Das ist so ein Tierschädel, das ist ein Schädel, das ist eine Frucht, das ist ein Insekt für mich. Das ist eine komische Vase oder ein antikes, altertümliches Gottesgesicht-Gedönskäse. Machen wir das so. Kann man so lassen. Dann. Wow. Ja, ich bin fertig, du komischer Heini. Good. Of course, the constant partner of sex, the other side of the same coin, is death. Du Arsch. Sex is death. It's a leap into the void. The great loss of self. The tiger in space. A plea for annihilation. To deny sex is to deny death itself. You know, people who are getting enough don't need analysis. You clearly are not getting enough. Let's see this through to the end. Das war interessant. Woher kommt der Tod auf einmal und was labert der da? Ja. Ha. Aber dass man sich verlieren kann. Hat er ja nicht ganz Unrecht oder so. Oder dass man sich auch darin verlieren kann. Oder in dieses Thema explizit. Das kommt ja vor. Alles klar. Was bekommt er denn nicht genug? Ich weiß es nicht. Spielchen, Demon. Wunderbare Spielchen. Oh Mann, als ob der Tod hinter dem Bild war. Was? Jetzt hätten mich die anderen Bilder interessiert, ne? Was dahinter wohl war? Wahrscheinlich überall. Das Auto. Nee, keine Ahnung. Was zum. Das war halt schon interessant jetzt. Was zur Hölle? Du kleiner Fangfragen-bescheuerter Kopf-Heini. Und da sind wir im Vergnügungspark. Jaha, gleich zumindest. Das wird bestimmt große Auswirkungen jetzt haben. Der Tod, scheiße. Oh. Dieser dreckige. Boah. Da ist der Leuchtturm. Da ist der Park. Lass uns Riesenrad fahren. Das sieht auf jeden Fall sehr safe aus. Der Tod. Oh Mann, jetzt würde ich echt gerne wissen, was auf den anderen Bildern war. Hey, ein Clown. Wer wollte einen Clown sehen? Hier ist erstmal eine Kiste. Oh, die blendet mega. Hey, das sieht aus wie eins der Bilder. Der Drache.
Boah, was ist das Fieses? Ein Drache von oben. Das eine Bild hätte ein Drache sein können. Boah, Alter, never. Dieses Scheißspiel, es trollt einen. Es ist so... Jetzt mal ehrlich, ich bin neugierig, was hinter jeder Psychopathen, der ist kein Psychologe mehr, für mich Frage steckt und was sie auslösen oder nicht. Würde ich auch gerne einfach wissen. Oh, der ist süß, ich liebe Drachen, ich auch. Der ist mega süß einfach. Aber dass das eine Bild dann in dem Fall hätte ein Drache sein können. Und was hätte sich hinter dem Bild vor allem jetzt versteckt? Fuck. Ich bin ein bisschen... Ah! Dieser Psychiater, Psychopath, Gedönspsychologe, keine Ahnung, was ist mit ihm. Mann, das sind... Oh, der ärgert mich ein bisschen gerade. Der ist ein bisschen... Ich mag ihn nicht mehr. Treten Sie ein in eine Welt des Staunens. Ja, rufen wir doch mal an, nicht? Bring mich zum Staunen. Let's go. Wo ist die Nummer? 3, 2, 5. 3, 2, 5. Nicht 6. Er hat 6 gesagt. Okay. 3. Los. Gut. Ich hasse Clowns. Allein wegen S. Ach so. Ach, ich denke nicht, dass hier welche auftauchen, oder? Freiheit und Spannung. Warum nicht Entspannung? Ja. Piratenshow. Da sollten wir wahrscheinlich hin zum Seeufer, ne? Geschlossen. Oh, schön. Sorry. Closed. Call. 3253. War das nicht die Nummer? Fail. Wir haben geschlossen. Das sieht alles so richtig runtergekommen aus. Ich glaube, den gibt es so gar nicht mehr wahrscheinlich, oder? Den Park. Kann das sein? Was zur Hölle? Der hat doch 100 Jahre nicht mehr aufgehabt. Jetzt mal ohne Witz. In welcher Zeitepoche spielt das denn hier? Es ist so merkwürdig, weil hier waren wir ja, da hat ja am Anfang, ne, der erste Clip, den wir gesehen haben, wir waren ja hier mit Cheryl. Aber jetzt sieht alles so runtergekommen aus. Und halt auch alles, was wir so mitbekommen haben, Cheryl war auf jeden Fall älter, dann aber wieder jünger, dann die Treffen mit Dahlia, als sie diese coolen Sachen anhatte, jetzt das letzte Treffen, da war sie aber voll runtergekommen und anders. Wir machen, glaube ich, die ganze Zeit Zeitsprünge. Erstmal den Schlüssel nehmen. Dankeschön. Hä? Was war denn das? Warum ist die Musik jetzt... Was war das? Ich glaube, der Park wohl der war aus dem Video... Ja, das war der Park tatsächlich. Lakeside Amusement Major Lakeside Vergnügungspark. Erste Hilfe. Das deckt alles ab. Das ist doch schön, ne? Ob das geht? Oh! My daughter. My daughter's missing. 911, what is your emergency? My daughter's missing. Hello? Caller, please speak up so I can hear you. Shit. My 7-year-old daughter is missing. Caller, I'm having trouble hearing you. Please stay on the line. Shit. Sie hat uns nicht gehört. Oder natürlich... Silent Hill ist ja irgendwie eine Art Parallelwelt. Stimmt eigentlich. Das sind definitiv Parallelwelten. 2 oder 3. Ah, ich muss mir nochmal den Film auch vor allem anschauen. Das ist so cool. Aber das stimmt schon. Immer wenn jemand in Silent Hill gefangen ist, kann er nicht mehr raus. Er kann weder raus telefonieren, er kann weder aus der Stadt abhauen. Er kann keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen.
weil er dann in einer anderen Welt gefangen ist. Und darin gibt es ja dann nochmal die Albtraumwelt. Also sind das, ja, im Endeffekt ja dann zwei Parallelwelten. Das ist schon so ein Mist. Der Anruf hat nichts gebracht. Gehen wir weiter. Willkommen im Vergnügungspark. Ja, dann vergnügen wir uns wohl mal ein bisschen, oder Demon? Oh, guck mal, Demon, ein Liebestunnel. Hm, hast du Lust, mit mir da reinzugehen? Sie sind hier. Cool. Oh, eine Achterbahn. Oh mein Gott, eine Achterbahn. Ob wir hier mit der Achterbahn fahren können? Ich will's ja fast nicht. Oha. Bisschen creepy, ne? Vermisste Kinder. Gleich mal anrufen, was nicht funktionieren wird, aber wir vermissen ja unser Kind. 678. Das ist, ja, 5678. Das ist aber eine merkwürdige Nummer. Lakeside Amusement Park is closed at present. We are committed to creating a safe and responsible environment for your family to enjoy and have taken several steps to help protect visitors young and old. Mhm. Our visitor information kiosk can provide smart tags to attach to children's clothing, allowing their whereabouts to be monitored while they're in the park. We have also produced a leaflet outlining all safety factors on our rides and have recently instituted a health first policy in our restaurants to ensure the food served in the park is healthy and allergen free. Ja gut, immerhin. Naja, okay, interessante Infos. Gab es eigentlich einen Silent Hill Teil mit einem Fotografen? Wenn ja, dann habe ich doch schon mal was zu Silent Hill gesehen. Nein. Nein. Meines Wissens nach nicht. Vielleicht Silent Hill 4 The Room, aber... Nein, ich glaube auch da nicht. Und das zählt nicht offiziell, wirklich so richtig offiziell zur Silent Hill Serie. Mhm. Auch in den Filmen nicht. 2, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Silent Hill 3 vielleicht? Okay, über Silent Hill 3 weiß ich relativ wenig. Moment mal. Das ist irgendwie der Teil in... Ach so, das... Oh, okay. Nein, dann da auch nicht. Das ist Heather. Das ist nämlich Heather in Silent Hill 3. Oh, oh, oh. Ja, und dann 2? Hä? Moment, verwirr mich mal. Wenn Heather in 3 ist. Ah, James. James Sunderland, ne? Ja, genau. Ah, ja, genau. Ah, ja, genau. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Nee, dann auch nicht. Nee, also eigentlich nicht. Aber es gibt ein Horrorspiel, wo eine Kamera eine explizite Rolle spielt. Und zwar Project Zero mit der Kamera Obscura. Vielleicht hast du das gesehen. Das könnte sein. Jo. Aber nee. Oh, was haben wir da? Aus dem Intro. Das Schild. Oha. Oh, da sind ja sogar wir, oder? Da müssen wir ein Foto machen. Du heilige Scheiße. Boah. Das Aufeinandertreffen, Alter, der Vergangenheit, das ist... Boah, das ist echt krass. Sprachnachricht. Zusammenstoß mit dem Tod. Oh, ferocious dragon. Und wir haben den Drachen gefunden. Dad, it's just a pig.
daughter again. Oh, was ein krasser Satz war das denn jetzt? Scheiße. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Ende, ganz ehrlich. Oh nein. Okay. Oh wow. Okay. Fantastisch. Oh, super. Komm, Geckolein, willst du heute noch zu Demon? Dann komm zu mir im Park. Ich bin ja schon unterwegs. Ich weiß auch, wo ich hin muss, aber da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Oh, guck mal. Oh ja, hier erstmal ein bisschen, ne? Lass uns ein bisschen zocken hier. Zack, ein armiger Bandit. Let's go. Gib mir Preise, gib mir alles. Nein, nochmal. Gib mir die 3-7. Ah, nochmal, komm. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh. Oh. Eva? Warum heißt diese Erinnerung Eva? True Happiness. Ja, aber dieses Bild, das ist doch schon wieder Dahlia. Ich glaube, Dahlia war bestimmt unsere Frau. Das kann nicht anders sein. Och, es geht nicht nochmal. Oh Mann, ich will die 3-7er. Die sind kaputt. Und die auch. Hm. Oh. We first kissed in the tunnel of love. Voll sweet. Oh nein, muss ich da hin? Es gibt keinen anderen Weg. Scheiße. Okay, dann auf. Oh oh. Ich glaube, Gecko hat so ein paar Todesflaggen für irgendwelche Charakter gehisst. Ich glaube schon. Oder nicht? Oder doch? Alles so spannend und ich bin verwirrt. Ja, ne? Es ist so. Es ist mega spannend. Lisa ist ja schon gestorben und ich bin auch am Überlegen, ob man sie hätte retten können. Vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Andererseits... Boah, scheiße, Mann. Hm. Und vor allem jetzt, ne? Die Sprüche mit... Oh Mann, nicht das... Was ist mit Dahlia? Was ist mit der Polizistin eigentlich? Weiß das noch jemand? Was ist mit der Polizistin? Was? Zum Kacke? Oh mein Gott. Seht ihr das? Beine, Schatten. Wenn das nicht Cheryl ist, dann weiß ich auch nicht. Natürlich sind sie jetzt weg. Na, super toll. Oh, hört ihr das tolle Geräusch? Cheryl, Sweetie. Der Tunnel of Love. Aus Eis. Aus dem Albtraumeis. Fantastisch. Da habe ich ja ganz große Lust, jetzt durch den Tunnel zu gehen. Oh, spiel bitte nicht. Das sind schon wieder wir, ne? Oh, dieses Geräusch. Wow, was geht denn? Hey, was ist denn jetzt noch? Hi. Cheryl, wohin läufst du? Was? Was? Ja, aber wir haben doch eine Nachricht gekriegt. Was ist denn jetzt los? In der alten Zeiten willen. Nur deswegen einen Kuss? Oh, super. Im Tunnel ein Gast. Oh Gott, was ist hier los? Ach. Okay, wer sitzt hier genau? Das ist Harry. Und das? Ist das Dahlia? Das ist Dahlia. Oder halt zumindest, ja, seine Frau. Okay. Hör doch auf zu flackern. Was ist denn hier jetzt noch falsch? Was willst du von mir?